Wie baut man eigentlich bei Low Carb Muskelmasse auf? Ich habe 4 Punkte bei euch bei diesem Video, wie das Ganze funktioniert. Also, let's go! Servus Freunde, herzlich willkommen. Also, warum mache ich überhaupt dieses Video? Gute und berechtigte Frage. Es gibt sicherlich unter euch welche, wie ich, die Low Carb als eine ganz normale Ernährungsform verwenden und nutzen und nicht wie immer für eine Diät benutzt wird. Auf diesen Punkt, warum Low Carb gesund ist, möchte ich auch gar nicht eingehen. Ansonsten würde das Video den Rahmen sprengen. Also, wenn du von deiner Ernährungsform und Trainingsform aber überzeugt bist und meine Aussagen dir nicht passen, dann kann ich dir nur sagen, mach du es so, wie du es für richtig hältst, und ich kann dir nur meine Erfahrung und mein Wissen mit dir bei diesem Video teilen. Warum reduziere ich im Muskelaufbau die Kohlenhydrate? Wieso reduziere ich den Zucker? Wir haben nämlich nicht dieses krasse anabole Insulin dabei, also das Hormon Insulin dabei, was ja sehr, sehr stark aufbauend wirkt, denn wir möchten nämlich den Insulinspiegel bei dem Muskelaufbau auch flach halten. Warum? Weil wenn wir einen flachen Insulinspiegel haben, haben wir einen höheren Wachstumshormonspiegel, weil diese reagieren quasi gegeneinander. Wenn man viel Insulin im Blut hat, dann hat man wenig Wachstumshormon und andersherum, ja, also immer so weiter. Unser Wachstumshormon ist auch sehr wichtig, wie zum Beispiel für Haut, Haare, Nägel, Muskel und so weiter und so fort. Deshalb möchte ich den Wachstumshormonspiegel höher haben, und wenn ich viele gesunde Fette esse, weil ich reduziere ja nicht wie bei den anderen Diätformen die Fette, sondern will ja viele gesunde Fette einnehmen, weil es gut für den Testosteronspiegel ist. Ja, auch als Dame ist dein Testosteronspiegel wichtig. Natürlich nicht in dem gleichen Verhältnis wie bei Männern, ja, weil dieser bei Frauen nämlich viel, viel kleiner ist. Also an die Damen jetzt. Wenn du depressiv und sehr antriebslos zum Beispiel bist, dann würde ich dir mal empfehlen, deinen Testosteronspiegel mal genauer anzuschauen. Denn dieser ist bei Frauen auch nämlich wichtig. Mit einem fettreichen Essen heben wir unseren Testosteron bzw. unseren Wachstumshormonspiegel nämlich an. Und das sind 2 Faktoren, die extrem geil sind. Den Insulin will ich auf Dauer wenig halten, weil das einfach nicht gesund ist. Wenn ich zu viel Insulin langfristig ausschütte, können wir extreme Probleme kriegen. Warum? Es überlastet die Zellen und irgendwann werden die Zellen insulinresistent, weil immer mehr Kohlenhydrate gegessen wird. Deshalb ist für mich die Gesundheit die allererste Stelle und danach kommt der Rest wie Training, Muskelaufbau, Diät und so weiter und so fort. Deshalb ist mein Fazit, dass man mit wenig Kohlenhydraten auch Muskeln aufbauen kann. Man kann auch gezielte Kohlenhydrate im Training einsetzen, aber das ist mit Vorsicht zu genießen, weil die Gefahr, dass man dann immer 1-2 Kilo zunimmt, ist sehr, sehr groß. Da hat man das Problem, dass man nicht schön trocken Muskeln aufbauen kann, wenn man nämlich Kohlenhydrate einsetzt. Weil wenn du Kohlenhydrate einsetzt, musst du die Fette reduzieren, und Fette reduzieren ist schlecht. Natürlich muss man auf die gesamte Kalorienbilanz achten, aber dazu später mehr, meine Freunde. Das ist der Grund, warum ich beim Muskelaufbau wenig Kohlenhydrate einnehme und es auch so empfehlen würde. Aber das Problem an der ganzen Sache hier ist, dass es nämlich viel, viel schwieriger ist, mit Low Carb Muskeln aufzubauen, und deshalb ist Low Carb für die Gewichtsreduktion auch viel, viel besser geeignet. Als Bodybuilder hätte man es sehr, sehr schwierig, Kalorien mit Low Carb aufzunehmen. Wenn du zum Beispiel 120 Kilo wiegen willst, musst du schauen bei Low Carb, was man halt so alles isst. 100 Gramm Steak haben ca. 150 Kalorien. Das heißt, wenn du zum Beispiel 1 Kilo Steak isst, hättest du ca. 1500 Kalorien aufgenommen. Ja, wow, ne? Also ganz viel, mein Lieber. Plus, wir haben ja noch den thermischen Effekt. Den habe ich ja schon bei vielen meiner Videos auch nochmal erwähnt gehabt. Und beim thermischen Effekt haben wir ungefähr minus 30% an die Kalorien. Also hätten wir netto nur 1000 Kalorien aufgenommen. Wie will man dann auf seine 6000 Kalorien eigentlich dann kommen? Also das ist bei Low Carb wirklich sehr, sehr schwierig. Steak, Fisch, Gemüse. Wie soll das dann mit diesen ganzen Nahrungsmitteln funktionieren? Und die Bodybuilder, die wiegen ja circa, keine Ahnung, jetzt, ich schätze mal jetzt 150 Kilo und haben und möchten mega, mega viele Muskeln haben. Und sich auch noch dann mit Wachstumshormonen zu spritzen, dann ist ja wohl klar, dass man dann wahrscheinlich da viel, viel mehr auf Reis und Putenfleisch zurückgreift. Übrigens, Testosteron zu spritzen ist mega ungesund, wollte ich nochmal an der Stelle mal sagen. Wenn du ohne Steroide, was ihr sowieso machen solltet, dann auf jeden Fall mit wenig Zucker Muskeln aufbauen, damit du trocken aufbauen kannst. Das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Was ist aber hierbei wichtig? Ganz klar.
die Kalorien aufnehmen. Fettabbau und Muskelaufbau sind genau entgegengesetzt. Bei Fettabbau will ich viel Gemüse essen, mindestens 1 Kilogramm pro Tag. Warum? Damit ich voll bin und den Stoffwechsel nämlich anrege. Bei Muskelaufbau ist es genau umgekehrt. Da will ich wenig Gemüse essen, weil das wenig Kalorien hat. Aber trotzdem ist halt Gemüse gesund, gar keine Frage. Aber trotzdem kriegt man nicht die Kalorien mit dem Gemüse halt rein. Das ist halt die Sache, ne? Wir müssten halt Produkte essen, die viel Kalorien mit reinbringen. Was würde ich also essen, um die Kalorien reinzukriegen? Also ich würde Nüsse essen wie Macadamia-Nüsse, Paranüsse, Mandeln. Und warum ausgerechnet diese Nüsse? Weil die haben halt sehr, sehr wenig Kohlenhydrate. In 100 Gramm Nüssen haben wir ca. 600 bis 700 Kalorien. Das heißt, wenn ich jetzt jeden Tag 100 bis 200 Gramm Nüsse esse, hätten wir zwischen 600 und 1200 Kalorien mehr. Was kann man aber noch essen? Fettigen Fisch, Kokosöl, Eier, Käse, Avocado, Oliven, genau, und noch halt andere Sachen, da weiß ich gerade nicht auswendig. Bei der Muskelaufbauphase würde ich das Gemüse aber stark reduzieren, weil es zu wenig Kalorien hat. Also Punkt Nummer 1 ist erstens hartes Training. Das Training muss intensiv sein, beim Fettabbau ist das aber ganz anders. Du kannst schlank sein und abnehmen, ohne Sport zu machen, gar kein Problem. Wenn du nur mehr isst, baust du auch keine Muskeln auf. Du musst trainieren und beim Fettabbau musst du nicht trainieren. Wenn du 1:1 die Sachen genauso umsetzt, wie ich es dir nämlich sage, dann kann ich dir wirklich sagen, dass du auch Erfolg haben wirst. Also Punkt Nummer 1 war intensives Training. Punkt Nummer 2 ist die Regeneration. Ihr baut nicht während des Trainings Muskeln auf. Man kann nicht Montag Brust trainieren und dann voll der Muskelkater und dann Dienstag wieder Brust trainieren und wieder voll der Muskelkater. So funktioniert das Ganze nicht, meine lieben Freunde. Der Muskel wächst nämlich in der Regenerationsphase. Punkt Nummer 3 ist das Essen, also unsere Nahrungsmittel, die wir aufnehmen. Wenn der Muskel nämlich verletzt ist durch den Muskelkater, dann heißt es, dass der Muskel aufbauen möchte. Du musst dir vorstellen, wie so ein kaputtes Haus und du willst neben dem kaputten Haus quasi noch ein Haus aufbauen. Das sind dann quasi unsere Nährstoffe, die wir einnehmen müssen, also die Ernährung. Man braucht mindestens 2 Gramm Proteine pro Körpergewicht für einen guten Muskelaufbau. Das ist die absolute Basis. Und die Ladies machen es leider immer ganz, ganz falsch. Die Ladies wollen meistens einen Knackpo haben und gehen trainieren und essen hinterher einen Salat. Wie soll das Ganze hier funktionieren? Wie soll man so Muskeln aufbauen? Das ist doch viel zu wenig Kalorien. Das macht doch gar keinen Sinn. Ihr werdet niemals einen schönen muskulösen Po aufbauen, wenn ihr hinterher nur Salat isst. Das funktioniert nicht. Auch nur 2 Gramm pro Körpergewicht Proteine einzunehmen und das mit wenig Kalorien intus geht auch nicht, meine Freunde. Das funktioniert auch noch nicht. Wie soll denn das nämlich funktionieren? Das Gehirn, der Körper, alles verbraucht Kalorien. Wenn du 1000 Kalorien einnimmst und aber auf deine Proteine kommst, wirst du auch hier abbauen. Du hast zu wenig Kalorien eingenommen. Deswegen müssen die Kalorien stimmen und deswegen müssen auch die Proteine stimmen. Man muss nämlich in einem Überschuss sein. Wie viel ist das Ganze jetzt genau? Kann man nicht genau sagen. Man weiß nicht, wie viel Kalorien man wirklich verbrennt, weil da wirklich viele verschiedene Faktoren eine Rolle spielen, wie zum Beispiel Hormone und so weiter. Man muss das Ganze beobachten und versuchen halt darüber zu sein. Aber es darf halt nicht extrem drüber sein und auch nicht extrem runter sein, sonst wirst du in beiden Fällen keinen Erfolg haben. Der vierte Punkt, Nahrungsergänzungsmittel. Wollt ihr Fett abbauen oder Muskeln aufbauen? Viele denken hier nämlich falsch und viele haben hier einen wirklich großen Denkfehler. Viele denken, um Fett abzubauen, muss ich Muskeln aufbauen. Schaut euch mal ein Video dazu an, was ich gemacht habe. Zuerst Fettabbau oder zuerst Muskelaufbau. Wenn ihr wirklich sehr, sehr dünn seid und ihr wollt Muskeln aufbauen, dann würde ich immer Nahrungsergänzungsmittel empfehlen. Kreatin ist sehr gut und auch sehr, sehr gut erforscht, um Muskeln aufzubauen. Ihr braucht für den Muskelaufbau Proteine und Kalorien, sonst geht das Ganze nicht. Wenn man nun Kreatin einsetzt, wird hier der Muskelaufbau extrem positiv beeinflusst. Es bindet nämlich Wasser in die Muskeln und dann wird der Muskel größer. Dadurch, dass der Muskel größer wird, haben wir einen größeren Querschnitt und dadurch haben wir auch viel, viel mehr Kraft. Kreatin ist auch quasi ein Ersatzakku für ATP, also für diese Energie, die ihr braucht, um ein paar Wiederholungen zu machen, und das wird schnell verbraucht. Und Kreatin ist praktisch wie ein Ersatzakku, das füllt wieder auf. Das heißt, ihr könnt mit Bankdrücken vielleicht nicht wie vorher 4 Wiederholungen schaffen,
sondern 8 Wiederholungen schaffen. Und das bedeutet wiederum, dass dies ein krasser, stärkerer Reiz für den Muskel ist. Durch diese Mechanismen kann man viel effektiver und krasser trainieren. Was würde ich aber noch machen? Und ich bin ein großer Glutamin-Fan. Und vermutlich kommen mir jetzt ein paar Geschreie hoch, dass Glutamin für den Muskelaufbau nichts bewirkt. Leute, schaut mal. Für mich ist in allererster Linie das Wichtigste die Gesundheit. Und die weißen Blutkörperchen bestehen zu 90% aus Glutamin. Es ist für unser Immunsystem extrem wichtig. Der Aminosäurenpol, der unsere Muskulatur beschützt, besteht zu 60% aus L-Glutamin. Das heißt, wenn man Glutamin auffüllt, baut man nicht direkt Muskel auf, aber man baut auch weniger Muskeln ab. Wenn man hier den Abbau verhindert, kann man automatisch aufbauen. Das ist doch logisch, oder? Das alles habe ich in meinem Glutamin-Video aber ausführlich erklärt, habe ich in der Videobeschreibung auch verlinkt. Im Training würde ich meine Muskeln noch mit BCAAs und EAAs schützen. BCAAs sind nur 3 Aminosäuren, EAAs sind natürlich mehrere und natürlich ist es hier auch besser, das mit den mehreren zu nehmen, gar keine Frage. Aber zum Beispiel Leucin, das ist eine Aminosäure und das muss über einen gewissen Punkt kommen, damit überhaupt man etwas aufbauen kann. Wenn man also Leucin sehr wenig hat und alle anderen Aminosäuren aber mega viel hat, dann wird man keine Muskeln aufbauen. Man ist aber hier sowieso mit den 2 Gramm pro Körpergewicht Proteinen auch sehr, sehr gut abgedeckt. Das setzt natürlich auch voraus, dass man nachhaltige und hochwertige Bioprodukte isst. Nur so als Info nebenbei. Mit BCAAs sorgt man dafür, dass der Testosteronspiegel nicht fällt und für den Aufbau auch direkt was dafür tut. Ebenso hat man nur einen kleinen Insulinpeak und das ist wiederum sinnvoll, wenn man sich Low Carb ernährt. Jetzt die Frage, sind EAAs besser oder sind BCAAs besser? Ja, selbstverständlich, meine Freunde, sind hier die EAAs besser, ist logisch. Aber ich nehme das nur im Training auf, sonst nicht. Also entweder nehmt ihr BCAAs oder EAAs, ja? Was ein Zungenbrecher, ey. Also, kommen wir zum nächsten Thema, unser Proteinshakes. Thema Proteinshakes bin ich nicht so der Fan davon. Ich bin eher der Fan davon, das Ganze über die Nahrung einzunehmen. Wenn ihr es aber gar nicht hinbekommt, könnt ihr das natürlich auch über einen Proteinshake einnehmen. Aber wenn es speziell um den Fettabbau geht, würde ich niemals Proteinshakes empfehlen, weil das geht ganz nach hinten los. Checkt auch das Video in der Videobeschreibung ab, warum Proteinshakes in der Diät nicht sinnvoll sind. So, das war's, meine lieben Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und jetzt kommen wir zum nächsten Video. Und das nächste Video findest du hier. Da geht es nämlich darum, ob man zuerst Muskeln aufbauen sollte oder zuerst Fett abbauen sollte. Also, bis dann.